Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe es nicht lassen können und habe auch natürlich bei dem Glossybox Sale eingekauft, denn da gab es Boxen von Frankreich und von Schweden und ich musste die Boxen haben. Ja, ich musste sie einfach haben. Und ich habe mir tatsächlich jegliche Schwedenbox und jegliche Frankreichbox gekauft. Und die will ich natürlich mit euch unboxen. Und da es natürlich so ist, dass ich einige der Produkte schon habe und mit manchen auch vielleicht nichts anfangen kann, wird es natürlich nach den Unboxings ein Gewinnspiel geben. Also ich habe jetzt insgesamt 6 Boxen für Frauen gekauft und eine Box für Männer. Ich werde jetzt in jedem Video 2 Boxen unboxen und sage euch natürlich in dem Video schon, was ich in eure Gewinnerbox packen werde. Was ich natürlich nicht verlosen werde, ist die Männerbox. Die bekommt natürlich so, wie sie ist, mein Mann. Deswegen wird sie auch in einem extra Video angeboxt. Aber jetzt kommen wir zu den Erstboxen und wir fangen mit dieser wunderschöne Box an. Gucken wir, das ist eine normale Box auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie es aussieht, da es französische und schwedische Boxen sind, glaube ich, ist es eher schwierig mit Preisen und Beschreibungen. Aber ich versuche euch das zu erzählen, was ich kann oder vorzulesen, was ich kann. Wir haben auf jeden Fall, da haben wir tatsächlich sogar ein Heftchen dabei. Die Under the Sea Edition. Hatten wir die auch mal? Ich weiß gar nicht mehr, was wir für Editions hatten. Die Under the Sea Edition ist jetzt die Frage, ob das eine französische oder eine schwedische Box ist. Ich gucke jetzt einfach mal rein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob es genauso in Schweden und in Frankreich ist, dass man mehrere Produkte zur Auswahl hat. Ja, hier haben wir mehrere Produkte. Dann gehen wir schnell durch. Ich könnte drin haben von Karl Lagerfeld und Model Co. den Kajal. Bräuchte ich jetzt nicht. Hatte ich schon drin natürlich. Dann einmal von, da stehen die Preise dort, aber die Beschreibungen kann ich euch nicht geben, weil die sind auf Französisch. Alerte, Vagude, ja, keine Ahnung. Marilou Bio Gel Creme. Aber für was? Muss ich tatsächlich gucken. Also es ist auf jeden Fall ein Gel für irgendwas, aber ich weiß nicht für was. Dann haben wir einmal von Nair 40, ich denke mal 40 Wachsstreifen. Also es sieht auf jeden Fall aus wie Wachsstreifen. Ich denke, dass es Wachsstreifen sind. Dann haben wir noch einmal eine Make-Up-Base drin. Das verstehe ich tatsächlich, das steht auf Englisch da. Und zwar von Eremite Make-Up. Dann einmal von Monoskin das iCool Gel. Das hört sich interessant an. Dann einmal von Mono Professional Skincare Lotion. Also ich mache das ein bisschen schneller, gell, weil sonst werden wir mit den 2 Unboxings nicht so schnell fertig. Und das Après Soleil, also die Après Soleil Lotion, also ein After Sun Lotion sozusagen. Dann haben wir von Noah Bay, gute Frage. Ich weiß nicht, was es von Noah Bay ist, muss ich auch googeln. Auf jeden Fall ein Produkt von Noah Bay. Und wir haben einmal die Rodial Glamolash Mascara XXL. Die, glaube ich, habe ich schon, deswegen bräuchte ich die auch nicht. Dann einmal von Manacada das HD Perfecting Powder. Ich auch nicht, wissen wir auch, dass ich das schon habe. Und einmal das Senhor Du Bonfim Seawater Hairspray. Ja, Haarspray würde ich jetzt wahrscheinlich eh nicht so verwenden. Aber okay, gucken wir mal. Ach ja. Und da steht auch drin, was in der nächsten Edition drin ist. Hier steht auf jeden Fall die Juli Edition. Vielleicht war das die tatsächliche Juni Edition diesen Monat. Ja, gucken wir rein, was drin ist und ich sage euch gleich die Preise dazu. Wir haben erstmal einen Flyer. Sehr schön. Und zwar einen Flyer von Miniweight. Ah ja, wahrscheinlich Abnehmseite. Aber ich mache gerade Weight Watchers, deswegen mache ich das auf jeden Fall nicht. Dann hatten wir einen wunderschönen Haargummi von Purely. Die verwende ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Deswegen bin ich da sehr, sehr froh drüber. Ich denke mal, dass es ein Goodie ist, weil das ist ja auch nicht drin gestanden. Finde ich sehr, sehr cool. Dann einmal von Monoskin das iCool Gel Line Smoothing. Da bin ich jetzt tatsächlich nicht sicher, ob ich die nicht schon habe. Muss ich gucken, wenn ich die schon habe, werde ich die natürlich in eure Gewinnerbox mit dazu packen. Aber jetzt lasse ich sie erstmal natürlich bei mir, wenn ich sie nicht habe. Interessant finde ich es auf jeden Fall. Dann haben wir etwas, das auf jeden Fall an euch geht und zwar von Karl Lagerfeld und Model Co. dieser, das ist ein Brow Pencil. Ich hätte gedacht, das ist ein Kajal. Also steht jedenfalls drin. Aber egal, dann bekommt ihr auch einen Augenbrauenstift und zwar in der Farbe Medium Dark. Ich hoffe, ihr freut euch. Dann haben wir einmal von Manacada ein Puder und zwar das Step Free Perfect Puder. Wer meine Unboxings verfolgt, weiß, dass ich das auch schon habe und deswegen wird es natürlich auch in eure Gewinnerbox wandern. Ich brauche keine 2 Produkte von diesen. Und dann haben wir von Sea Water Hairspray Senhort Bonfim. Keine Ahnung. Werde ich probieren. Werde ich, denke ich, probieren, weil sonst habe ich aus dieser Box tatsächlich nichts, was ich behalte fast. Und einmal dieses Gel, wofür ich keine Ahnung habe, wofür das ist, aber ich werde es testen. Und wir gehen jetzt mal durch, was die Sachen kosten.
Wir haben einmal diesen Model Code Stift, der kostet 23 Euro, ist schon ganz schön teuer, würde ich mir tatsächlich auch so nicht kaufen. Also haben wir schon mal 23 Euro in der Box. Dann einmal die Marilou Creme, die kostet 99, also knapp 10 Euro. Also haben wir schon mal 33 Euro in der Box. Dann haben wir einmal von Monoskin eben dieses iCool, ist das? Das ist sogar Originalgröße, mit 15 Milliliter, 28,50 Euro. 28,50. Also haben wir schon mal, also haben wir schon mal 61,50. 61,50 und das war's noch nicht mal, denn wir hatten noch drin das Manakadar-Puder, das einen Wert von 23 Euro hat und natürlich auch in eure 5 Minuten später hat der Hund endlich aufgehört zu bellen. Ja, und das haben wir halt abends auch meistens, wenn mein Mann schlafen will. Von Manakadar das Puder 23 Euro. Wir hatten ja jetzt, vor lauter Hundegebell weiß ich schon gar nicht mehr, wie viel wir hatten. Und das waren, wie gesagt, auch in eure Box. Also ihr habt schon mal ein Produkt in Wert von 23 Euro drin und auch ein Produkt in Wert von nochmal 23 Euro. Von 46 Euro. Kann sich sehen lassen. Und dann hatten wir noch drin das Spray hier. Das ist auch 18 Euro. In dieser Größe, oder was? 50 Milliliter. Ja, sind 50 Milliliter. 18 Euro für so ein kleines Spray. Ich glaube, die spinnen. Okay, also wir hatten jetzt 84,50. Jetzt haben wir es 102,50 Euro. Hätte ich tatsächlich nicht so hoch geschätzt, die Preise. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dort teurer ist als bei uns. Das ist keine Ahnung. Aber an sich, ja, es war keine schlechte Box. Wäre keine schlechte Box bestimmt gewesen, wenn ich die Produkte auch nicht schon gehabt hätte. Aber so kann ich auf jeden Fall schon mal 2 Produkte an euch verlosen. Und es war gerade mal die erste Box. Kommen wir zu Box Nummer 2. Und zwar haben wir dieses Mal die Mary Poppins Edition. Die habe ich ja schon drüben. Mal gucken, ob die Sachen hier gleich sind wie in der deutschen Box. Bin gespannt, wenn ich sie auch bekomme. Sieht auf jeden Fall sehr mickrig aus von der Füllung her. Ja, die Mary Poppins Edition und wir gucken wieder in das Heft. So, hab gerade beim Auspacken, also beim Anschauen des Heftes festgestellt, dass wirklich nur die 5 Produkte drin sind. Deswegen lese ich das Heft nicht vor, beziehungsweise ich schneide es raus und packe gleich die Box mit euch aus. Macht natürlich mehr Sinn. Das erste, was wir haben, ist eben von Nico Pro Liquid Jelly Blusher. Den hatte ich schon in der Young Box letzten Monat. Deswegen wird der auf jeden Fall an euch wandern. Dieses Produkt kostet, kann es euch gleich sagen, 14 Euro, ist also nicht billig, aber ich brauche keine 2 von diesen Blushes. Deswegen wandert der auf jeden Fall schon mal in eure Box. Das erste Produkt. So. Willkommen zurück. Ich musste jetzt Akku laden und habe währenddessen einen Film geguckt. Das heißt, es ist jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden später. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir gleich da weiter, wo wir aufgehört haben. Als nächstes haben wir einen Stift. Ich sehe es schon. Ach ja, und zwar den von Meech & Mia Eyeshadow Nummer 054. Ja, den hatte ich tatsächlich vor kurzem erst in der Glossy Box. Den verwende ich gerade. Ich verwende den vor allem für den Braunbogen, für den Nasdrücken und fürs Lippenherz. Finde ich den echt super. Verwende ich auch echt sehr, sehr gerne. Der kostet auch tatsächlich 15 Euro. Ist schon sehr teuer. Ich muss gucken, wie weit wir vorhin waren, was das Zeug kostet. Genau, wir hatten einmal den Pinsel. Der kostet 6,50 Euro. Ich weiß bloß nicht, wo ich den Pinsel hingelegt habe. Ja, auf jeden Fall kostet er 6,50 Euro. Dann haben wir einmal dieses Nico Pro Liquid Jelly Blush. 14 Euro. 20,50 Euro. Und dann einmal der Meech & Mia Stift, der haben wir 35,50 Euro tatsächlich schon. Also es wird, glaube ich, wieder eine wertvolle Box. Der geht natürlich an euch, weil ich brauche keine 2 dieser Stifte, die werde ich nie aufbrauchen können. Deswegen geht der auf jeden Fall in eure Gewinnerbox. Also haben wir jetzt schon 4 Produkte. So, dann haben wir Context Microderm Regeneration 30 Milliliter. Ach, es ist ein Daily Cleanser. Okay. Na, also es ist ein Cleanser-Produkt. Das ist jetzt das, was ich hinten rauslesen kann. Und 120 Milliliter, das sind jetzt 30 Milliliter. Also das ist ein Viertel davon. Kostet 30 Euro. 30 geteilt durch 4. Auf jeden Fall 12 Euro irgendwas kostet das Produkt. Werde ich sehr gerne testen. Habe ich tatsächlich auch noch nicht. War bei uns in keiner Box drin. Werde ich mich auf jeden Fall informieren, was das noch so bewirken soll. 35,50, 47,50 mit dieser Creme. Ihr wisst, was ich meine. So, und dann haben wir... Ah ja, hier ist der Pinsel.
Genau, stimmt, den habe ich vorher nicht fertig geredet. Damit, da habe ich angefangen, aber da ist die Kamera ausgegangen. Und zwar haben wir den Glossybox Pinsel. Lippenpinsel ist es, soweit ich weiß. Guck auf jeden Fall nochmal nach, ob das auch stimmt. Aber ich konnte ihn auf jeden Fall brauchen. Wollte den auch schon ein paar Mal in meiner Box drin haben, aber bis jetzt war er leider nicht drin. Aber ist egal, weil jetzt habe ich ihn ja und da freue ich mich auf jeden Fall mega drüber. Und zwar habe ich noch den Icona Milano, glaube ich. Ja, Icona Milano BB Lip Balm. Also das ist jetzt, der hat so eine wunderschöne Farbe. Unter Lip Balm stellt man sich ja eigentlich sowas sehr Schieres vor, aber der sieht echt sehr farbvoll aus. Erwartet man tatsächlich nicht. Werde ich auf jeden Fall auch super gerne testen. Und der kostet 17,50 Euro. Also haben wir jetzt insgesamt 47,50 plus 17,90, also nehmen wir 18 Euro. 65,50, oder? Ich glaube 65,50. Ja, ist auf jeden Fall auch wieder eine sehr teure Box. Hier steht schon alles voll mit Zeug, muss ich jetzt dann aufräumen. Aber die Box fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich meine, bis auf die zwei Produkte, die ich schon habe. Aber damit muss ich rechnen, wenn ich Boxen aus anderen Ländern kaufe, die zur selben Zeit online kommen, dass da einfach ab und zu auch Produkte drin sind, die gleich sind mit denen aus Deutschland. Und es waren jetzt insgesamt drei Produkte drin, die ich noch nicht hatte, plus dem Goodie, Haargummi. Deswegen konnte ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Also ich bin zufrieden mit der Box tatsächlich. Und davor hatten wir einen Wert von über 100 Euro, jetzt über 60 Euro, kann nur noch besser werden. Also wir haben schon mal vier Produkte, die in eure Gewinnerbox wandern. Und zwar einmal das Manakada Puder, einmal den Karl Lagerfeld Augenbrauenstift, dieses Nico Pro Liquid Jelly Blusher und einmal der Meach & Mia Stift. Das andere habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht getestet, da kann ich tatsächlich nichts dazu sagen. Aber ich hoffe, ihr freut euch, das kommt aus den ersten beiden Boxen, deswegen schaut auf jeden Fall beim nächsten Doppel-Unboxing vorbei, denn da kann es auf jeden Fall noch mehr werden. So, das war es tatsächlich mit den ersten beiden Unboxings. Ich weiß nicht, wann die nächsten online kommen. Ich muss eben schauen, dass das irgendwie übereinstimmt mit dem, also dass ich die anderen normalen Unboxings auch wirklich gut regelmäßig online bringen kann, dass ich da nicht hinterherhinke. Aber das werde ich schon schaffen. Ihr seht es ja dann. Am besten die Glocke aktivieren, dann seht ihr es erst recht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sehr gerne einen Kommentar da lassen, was ihr von der Box haltet und was ihr von den Produkten haltet, die ich euch rausgesucht habe und was ihr allgemein vom Gewinnspiel haltet, würde mich auch interessieren. Es ist natürlich wichtig, auch für das Gewinnspiel, das am dritten Tag dann, also am dritten Unboxing online kommt, dass ihr alle Videos liked. Natürlich abonniert meines Kanals seid, kann ich euch jetzt schon sagen. Und was dann für Hashtags folgen und so weiter, das sage ich euch dann, sobald das Gewinnspiel dann online kommt. Also beim letzten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!